Moin, moin Leute und herzlich willkommen heute mal zu was Speziellen. Wir haben jetzt seit einer Weile schon 100 Abonnenten geknackt. Das Best-of musste leider ein bisschen auf sie warten lassen, denn ich hätte so schnell mit den 100 Abonnenten noch nicht gerechnet. Aber da ihr mich sowieso gleich lange genug ertragen müsst, würde ich sagen, danke an alle Abonnenten und viel Spaß beim Best-of. Jetzt endlich mal auf neuen Neustadt sozusagen. Ja, neues Neustadt, super. Einfach so ein, ja, so ein Freibad, auch so ohne Umkleiden und so weiter. Also einfach komplett Freibad. Nee, das lassen wir mal. Dann erstmal die Außenwände. Ich habe ja schon eine Form vorgegeben, wie ihr seht. Mit Hilfe von Großsteinen habe ich ja bereits eine Form vorgegeben. Die möchte ich auch einhalten. Genau. Nee, ich habe die Form nur so gesetzt, damit ich sie nicht einhalte. Oh, das war mal mehr die dämlichste Bemerkung, die man machen kann. Wir nehmen mal so richtig eklige Ziegel in den Eingangsbereich. Yeah. Ach so, das sind keine Ziegel, das sind. Aha. Ist ja irgendwie so, ich denke mal, die meist benutzte Schwimmbad-Hauptfarbe, beziehungsweise Schwimmbad-Themenfarbe. Gott. Ich red zu viel und viel zu schnell. Nochmal 50, das. Ups. Ich habe aus Versehen 200 anstatt 385. Da muss ich unbedingt jetzt total viel Platz sein. Wir müssen ja kassieren und weiter nichts. Also wozu großartig Komfort? Die armen Kassierer, aber wozu unnötig Komfort? So. Ja, cool. Ich habe, glaube ich, das ist am Ende das hässlichste Schwimmbad der Welt. Oh, Alter, das sieht ja echt grausam aus. Sieht potten hässlich aus, aber gut. Ich sah ja hässliche Schwimmbad. Das war nicht mein Vorhaben. New Redstone. Ups. Habe ich aus Versehen Minecraft gerade in Fenstermodus gestellt. So, dann kommt jetzt die unglaublich komplizierte Redstone-Technik. Oh ja, pass auf. Jetzt wird es spannend. Jetzt wird es richtig spannend. Pass auf. Wir machen einfach nur hier den Hebel. Nicht das Kabel hier so. Und dann machen wir das hier nochmal dran. Dann müssen wir nochmal hier. So. So und so. Oh, das ist die anstrengendste Technik, die man nur verbauen kann. Das geht einfach nicht schwerer. So. Naja, Gott, das sieht ja mal richtig scheiße aus jetzt. Wunderschön natürlich. Jetzt haben wir hier dieses rote Legierungskabel. Warum heißt das bitte rot? Es heißt Rotlegierungskabel, aha. Was verbindet denn das bitte für eine Legion? Das ist ein Redstone-Schaltkreis, aber keine Legion. Jetzt könnten wir nochmal hier. Lampen installieren, so irgendwie kleine grüne. Dann sehen die Leute auch ganz genau, wenn die Umkleide frei ist. Auch wenn man das überhaupt nicht an der offenen Tür erkennt oder so, nein. Da muss eine Lampe her. Warum ist denn das nicht mittig? Das verstehe ich nicht. Ach so, ah, okay. Alles gut, alles richtig, alles in Ordnung. Habe ich gerade über mein eigenes Werk gewundert. Das war sehr schön. Irgendwie ist heute nicht so ganz der Tag für diesen Server. Der kommt heute echt nicht so wirklich zurecht. Naja, so, deswegen habt ihr jetzt leider die ersten 3 Minuten nicht mitgekriegt. Oh, ganz schlimmer Verlust. Gut, die Erwachsenen sollen sich auch irgendwie zumindest ein bisschen an ihren Aufenthalt im Krankenhaus erfreuen, aber Kinder sind wichtiger. So, nein. Natürlich wird das jetzt nicht sorgfältig ausgestaltet, weil es sollen halt das sind Badezimmer und jetzt keine besonderen Orte, also. So. So, dann brauchen wir natürlich nochmal Licht im Zimmer, damit es nicht so dunkel ist. Wenigstens ist es warm hier am Feuer. Sag mal, wir sind doch unter Wasser. Wie kann da überhaupt ein. Ich habe Angst vor uns. Ein Schneidebrett, ganz wichtig in einem Krankenzimmer. Ich finde den halt echt nicht, ne? Gut, schon eher.
Oh Gott, ich dachte, das Spiel wäre jetzt abgestürzt. Das wäre jetzt unschön gewesen. Aha. Irgendwas ist passiert. Ich habe vergessen, Steam auch bitte nicht stören zu stellen. Fenster wären auch nicht so übel, wenn die so ein bisschen rausschauen könnten. Vielleicht die Leute, zumindest die, die auch auf der Fensterseite sind. Die anderen geht natürlich nicht so gut, aber... Na, umgekehrt. Ein Lichtschalter würde... oh Mann, ich wollte schon wieder falsch sagen. Eine Lampe würde durch alle Lichtschalter angesteuert werden. Das wäre nicht ganz so das, was ich wollte. Und dann wollte ich mir nochmal was überlegen, wie das mit der Anruffunktion, genau. Ich meine, die telefonieren ja auch so viel. Nein, ich wollte wissen, wie wir dann eine Ruffunktion einrichten. Okay, jetzt ging ja das nämlich überall mit dem Alarm. Drücke jetzt hier. Zack, Alarm geht an. Achso, das war das Zimmer, wo wir das gebaut haben. Hehe. Wenn ich da irgendwann doch mal so weit gehen will, dann werde ich vielleicht nochmal in so einem Arbeitszimmer, also wo die Krankenwestern, natürlich. Ohne den Fahrplan zeigt Omni-Navigation mir leider keine Route an. Ohne eine Route finde ich mich hier definitiv nicht zurecht. Nur Omni-Navigation scheint gerade absolut nicht zu funktionieren. Das finde ich mal vollkommen scheiße. Ich hatte gehofft, dass es jetzt mal endlich funktioniert. Nach 5000 Anläufen muss es doch endlich mal gehen. Na gut, die Zeit vergeht jetzt. Ich hoffe, dass es jetzt mal endlich funktioniert. Ich habe Omni-Navigation mal neu gestartet, ansonsten muss ich auf diese Aufnahme wieder eine Tonne schmeißen. Ah, sieht aber nicht so aus, denn Omni-Navigation hat gerade nachgeladen, nachdem ich den Fahrplan abgebrochen habe. Und jetzt hat es auch nachgeladen, nachdem ich den Fahrplan angenommen habe. Sehr gut, dann finde ich jetzt auch hoffentlich den Weg. So, Licht habe ich schon mal eingeschaltet, die Oma will nicht rein. Gut, dann machen wir die Tür wieder zu. Wir sitzen nämlich in einem... Achso, habe ich ja am Anfang gesagt. Ja, ich habe schon gedacht, ich habe jetzt noch eine fünfte Aufnahme gestartet. Deswegen dachte ich, ich müsste das nochmal von vorne sagen. Aber ich habe es ja am Anfang gesagt. Da kommen noch Leute. Oh, die will ja noch rein. Hehe, ja, beeil dich. Flott. Deswegen bemühe ich mich heute auch möglichst ordentlich zu fahren. Ach hier, guck mal, da hört die Ordnung schon auf, weil ich gerade eine echt unangenehme Bremsung hingelegt habe. Ich muss echt förmlich das Pedal streicheln, damit er keine Vollbremsung zieht. Ja, der Spiegel hat echt die höchste Auflösung. Oh Gott, ich hoffe, ich nehme hier keine Bäume mit, weil, oh, ich hasse sowas. Die Bäume sind doch viel zu dicht an der Straße. Ist das überhaupt so zulässig? Glaub's ja nicht. Der will echt, dass ich beim Bordstein komme, ne? Blöder Fahrer. Krebsfahrt ist an manchen Stellen schon echt furchtbar. Aber wir schaffen das. Wir schaffen das. Der ist aber ein bisschen unschön durch Schild gefahren, ne? Das ist ja mal ein komischer LKW-Fahrer. Und ich war zu dicht am Bordstein. Da will ich einmal ein bisschen mutiger sein, werde sofort dafür bestraft. An dieser Haltestelle drücke ich dann Auge zu, ne? Oh, an der nächsten Haltestelle. Alle, die nicht hinten, die hinten einsteigen wollen, die können schon weiter warten. Was hab ich denn jetzt mitgenommen? Was zum. Oh nee, oder? Minuten von wegen. Wir sind doch jetzt schon da. Ja, ich kam mal wieder viel zu spät dazu, die Aufnahme zu machen. Beziehungsweise habe es komplett verkackt, sie rechtzeitig zu machen. Also es ist jetzt einfach mitten in der Nacht. Ja, also ich bin etwas müde. Wundert euch nicht, wenn ich hier irgendwie ein bisschen wirres Zeug reden sollte. Das kommt nämlich ganz oft mal vor. Ja, was haben wir in der letzten Folge überhaupt gemacht? Warum ist alles so ruhig? Das ist tatsächlich erstaunlich, es ist alles so ruhig. Da muss ja ein Spiel lauter machen, was? Veröffentlicht, ja klar. Eröffnet. Und es ist offensichtlich noch unbesucht. Ich weiß auch nicht, warum ich Shift drücke, aber... Achso, damit schneller geht wahrscheinlich, so. In der Tat! Wäre das Viadukt, genau.
Und die Leute amüsieren sich, hört sich sehr danach an. Haha. So. Ich muss hier einfach prinzipiell gerade davor auslachen, dass sie nichts mehr zum Sitzen unter sich haben. Nein. Ach, du Heilige. Erschreck mich doch nicht so, du Karussell, du. Ja, ich verstehe auf jeden Fall jedes einzelne Wort, was ihr da am Lied singt. Okay. Die Musik klingt feierlich. Oder auch einfach nur für kleine Kinder geschaffen. Entschuldigung. Vielleicht sollt ihr auch einfach mal begreifen, wie. Vielleicht sollt ihr auch einfach mal lernen, wie man. Vielleicht sollt ihr auch einfach mal. 6.5 hours later. Mir eine ordentliche Idee ausdenken, wie ich es schaffe, möglichst Aufnahmen rechtzeitig zu machen. Oh. Ach so, es ist Musik. Am Anfang klang das ein bisschen wie ein S-Bahn-Triebwagen. Wir sind, denke ich, genug. Wenn nicht, dann kriegen die Leute, die es verkacken, in den Mülleimer zu machen, zu reiern, die kriegen dann persönlich vom Parkleiter eins in die Fresse geschlagen. Ja. Oh, das gefällt mir so gut. Hört ihr es? Das sind Stimmen. Das sind also Fahrgeschäfte, die irgendeine Geschichte erzählen. Ui, mir wird ja jetzt schon schwindelig davon. Ja, also ich, wenn man das Fahrgeschäft nur anschauen muss, damit einem schwindelig wird, dann hat der Designer des Fahrgeschäfts alles richtig gemacht. Eieiei. Oh. Wenn ich gerade mal geschaut habe, wie lange wir auf dieses Fahrgeschäft gewartet haben, ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Zeit für dieses Fahrgeschäft. Ja, aber ich meine, in der Realität bin ich absolut gar kein Fan von diesen Fahrgeschäften. Das ist mir zu viel. Ich weiß auch nicht. Achterbahn ertrage ich besser als sowas. Oh, wie fies. Ich meine, mir wird hier gerade schwindelig. Ich kann mich aber nicht auf meinem Zweitbildschirm retten, weil da ist das Aufnahmeprogramm. Da sehe ich, was es gerade aufnimmt. Hilf mir. Hilf mir. Schalte dieses Video ab. Oder überspringen das Fahrgeschäft, dann geht's mir besser. Kannst du mal bitte kurz 2 Minuten bis zur Abmoderation überspringen? Das ist jetzt echt unangenehm. Nein, alles gut. Oh. Ich mache jetzt einfach meine Augen zu und warte, bis es vorbei ist. Ich habe meine Augen immer noch zu, nur mal so. Ist es vorbei? Ist es vorbei? Was? Nein, ich habe gerade die Augen aufgemacht. Der Vögel ist zu. Hilf mir! Ich werde nie wieder. Nein! Ich bin für immer an dieser Attraktion verbannt. Rette mich! Öffne den Bügel! Um Gottes Willen! Muss ich jetzt noch eine Runde ertragen? Bitte nein! Nein! Ich muss noch eine Runde ertragen! Um Gottes Willen, nein!
So, ich kann da mal kurz schauen, wie sich das denn im Führerstand eigentlich anfühlt. Und mal hier ein paar dreckige Tricks anwenden. Okay. Genau, hier abschneiden. Oder? Müsste ja so sein. Wir werden das jetzt irgendwie zurechtschneiden. Ne? Und dann können wir am Ende das Ganze einfach zusammenfügen per Schweißen. So. Hab nämlich schon. Ich weiß nämlich schon, wie ich das formen will. Und wozu dann noch die ganze Arbeit? Als nächstes also. Kommt das dann hier hinten ran? Damit das hier verbunden ist. Sollte mal ein bisschen weggehen und. Gelber Streifen bleibt auch mal richtig zielen, dann wird es auch funktionieren. In der Tat? Doch, ist nicht falsch. Schön ist das. Na, doch nicht ganz richtig. Hä? Der ist auch falsch. Der ist sowas von falsch. Oh. Was kannst du eigentlich? So, ein bisschen zu weit gescrollt. Ich weiß nicht, wie das hier nennen sollen, geswitcht. Wie ich das hier nennen sollen. Auch wieder gut Deutsch hier am Start. Definitiv nein. Ach, rückwärts hat es schneller funktioniert. Ja, deswegen dreht man natürlich auch rückwärts, wenn man schon eine Weile lang vorwärts gedreht hat. Oh. Ich bin manchmal so schlau. Glaubt ihr gar nicht. Ja, vielleicht sieht es ja gut aus. Das ist genau das System, wie man Fahrzeuge designt. Jetzt habe ich aber das Gelenk nicht mehr. Das ist jetzt wiederum Mist. Oh ja, okay, ich habe es falsch abgeschnitten. Okay. Ich habe es heute echt mit Zack, ne? Kann ich sagen. Hier. Na, hier ist auch nicht besser. So, mit der Kiste hier. Ja. Ja, das hat vorhin besser funktioniert. Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben uns jetzt einfach mal kalten Haus von den Villagern gestohlen. Ja, Terraforming ist auf jeden Fall erstmal sehr wichtig und es sieht echt scheiße aus hier im Moment. Naja. Sollte ich erstmal lernen hier Jump'n'Run und sowas. Okay. Puh, wir kriegen Besuch. Ich geh mal ins Haus. Tschüss. Kontrollierte Tötung hier. Ja. Nachhaltig töten. Ist die mal. Ja, mach ich. Nee, vergiss es. Oh, ich hab einen Fortschritt Steinzeit erreicht. Juhu. Glückwunsch, wir leben jetzt in der Steinzeit. Wo ich gerade schon nach der Höhe frage, sehe ich eine Höhle unter mir. Gut. Okay. Oh. Ja. Skelett hat gewonnen. Ja, Schnauze, Hexe. Zwei Herzen. Ich geh mal lieber ins Haus. Tschüss. So, ich gehe mich jetzt ins Bett legen. Ach so, vorher will ich aber nochmal. Nee, ich fühle mich in dem Bett nicht wohl. Kannst dir, denke ich, vorstellen, warum ich mich darin nicht wohl fühle, ne? Warum? Okay, du kannst es dir nicht vorstellen. Siehst du? So, jetzt fühle ich mich wohl drin. So. Wenn ich in meinem Bett liege, liegst du nicht in deinem. Mir leider nicht gemerkt, welche Liniennummer wir haben. Also, es kann nur 21 oder 24 sein. Ach so, da 25 oder 35, aha, okay. Na gut, V3D hat eigentlich bisher, na gut, wobei hier, guck mal hier. Das hier, naja, aber es ist Freeware, da kann man mal drüber hinwegschauen, von Weitem merkt man das nicht. Nächste Haltestelle, Stockholmer Straße. Ja, okay, wir machen mal das Fahrzeug an. Achso. Nächste Haltestelle, Bergener Straße. Okay. Das war komisch. Das klang ungesund. Nehmen wir mal irgendwas. Dublin. Okay, von mir aus nehmen wir Wetter aus Dublin. Ja, scheiß Wetter. Nehmen wir mal Stuttgart. Ja, da ist es bestimmt jetzt prallend heiß. Weil es in Deutschland wohl irgendwie überall gerade sehr heiß ist. Ein Auto macht mir die Haltestelle zu. Naja, weiß jetzt gar nicht, wie lange die Strecke dauert. Hätte ich mal nachgucken sollen, ne? Ihr seht oben links ja auch wieder Omni-Navigation. Was
Fährt der, das ist ja unglaublich. Der hat da seinen Führerschein gewonnen. Ja. Entschuldigung, nein. Na gut, okay. Wenn ich mir das nochmal so angucke, ist der Bus doch nicht ganz so schön. Und was diese komischen Anzeigefehler hier rechts sind, weiß ich auch nicht. Guten Morgen. Jetzt steigt noch mal eine Scheibe auf, Mensch. Ich sehe da immer irgendwas Schwarzes an der Scheibe aufsteigen. Ich weiß zwar nie, was das ist, aber es scheint irgendwie Abgas. Aber ich frage mich, was die an der Windschutzscheibe wollen. Ja, und da sind wir wohl ein bisschen am Bordstein geschliffen. Und wir haben der 70, Mensch. Ja, Entschuldigung. Also gut, ihr habt gesehen, warum ich gerade die Vollbremsung getreten habe, aber gut. Bedräng mich doch nicht so dahin mit deinem Kack-VW-Bus, glaubst du denn nicht? Hä? Muss ich das jetzt für... Hä? Ist der Bus irgendwie Schrott? Also es sieht ungesund aus, wenn da ständig irgendwas Schwarzes aufsteigt. Hilfe! Kann jemand bitte mal den Bus reparieren? Ich meine, das Problem ist, da vorne sitzt da nicht mal der Motor. Warum qualmt das da? Oh Gott, da hatte ich gerade ein bisschen Angst. Jetzt sehen wir hier gerade zwei Fahrspuren. Aber gut, ich kann halt nicht so gut aus der Fahrgastansicht fahren. Eigentlich tut man das ja auch nicht. Man ist es... kein Fahrgastansicht-Simulator, sondern es ist ein Simulator, wo man ordentlich Bus fährt, wie es ein normaler Busfahrer auftun würde. Boah, fällt der Scheiße. Ja, Entschuldigung, ich bin gerade etwas erschrocken, weil ich das Auto zu spät registriert habe. Genau, was mir nicht so gut gefiel, das war das hier. Das. So. Wenn ich jetzt die Tür aufmache, geht der Stab einfach durch die Tür durch. Ich hab den noch gerade ausgemacht. Geht doch. Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute sind wir erstmal am Geld einsacken. Wir sind außerdem erstmal noch am Spiel leiser stellen. 2000 years later. Aber neben alledem spielen wir Transport Fever. Oh ja, das hier ist übrigens Transport Fever 2. Spielen wir Planet Coaster. So. Jedenfalls nehmen wir mal das, weil das so richtig schön unangenehm riecht. Also nicht, dass schlecht riecht, aber es ist schon ein bisschen unangenehm in der Nase, wenn es richtig heiß ist. Zumindest sehe ich das so. Ach gut, da muss ich wohl selber Klo Design. Ach, man muss es nicht hinterfragen, was ich mir hierbei gerade denke. Ich denke mir absolut nichts. Ich hoffe einfach, dass es am Ende schön aussieht. Ich weiß halt nicht, ob die Leute da überhaupt reinkommen. Mir aber noch einfällt, Mülleimer. Sonst machen die mir alles schmutzig und das wäre nicht ganz so klasse. Willkommen in meinem Freizeitpark. Alles ist kaputt. Wir bestellen uns die billigsten Attraktionen, die wir kriegen können. Hallo und herzlich willkommen. Oh nee, jetzt war da auch noch... Oh. Und natürlich ist genau jetzt, wo ich anmoderieren wollte, ist natürlich jemand gerade hinten lautstark aus der Tür gelaufen. Super. Nächster Versuch. So, hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute seht ihr da hinten schon wieder eine Schrottstraßenbahn. Nein, weil wir sind in Schrottmechaniker. Die Straßenbahn ist kein Schrott, aber das Spiel ist Schrott. Fangen wir mit dem Ganzen erstmal an, indem ich mir mal eben kurz die Tür hacke. Ja, ich hacke sie mir. Definitiv nein. Die Straßenbahn braucht natürlich auch Licht. In der Tat. Ah, eine Notbremse darf natürlich auch nicht fehlen. Das fällt mir auch noch gerade ein. Sieht, glaube ich, immer noch besser aus als das, was ich mir eben vorgenommen habe. So. Tja, also die Wege sind im Dorf fast alle korrigiert. Und Terraforming muss ich mindestens hier noch machen. Sieht schon echt scheiße aus, wenn das hier so ein scheuerter Berg gibt. Okay. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade das Geräusch machen musste, aber naja, was soll's.
Na gut, der Baby zu mir hat eh verschissen, weil ich hier eine gute Location habe. Der kann mich hier mal. Oder auch nicht. Und dein Hundi sitzt auf dem Ofen. Ist ihm so kalt? Na gut, der Ofen ist ja eh aus. Also was bringt ihm, der sitzt auf dem Ofen. Genau, mit der Axt baut man Stein ab. Immer eine gute Idee. Warum kann er nicht durch Türen gehen? Ja, aber ob auch Schaden macht! Ja, macht er. Oh nein, ich hab doch dagegen gesorgt. Denn ich werde jetzt einmal den Brunnen etwas schöner verpacken, sagen wir mal. Das ist ja nicht mehr so. Das ist ein Hochhaus und kein Brunnen im Moment noch. Mit einer Schaufel auf Stein kloppen. Genauso muss das gehen. Wenn der jetzt hier nicht fahren will, dann hau ich jetzt ab. Und zwar nicht so, weil das jetzt zu knapp wird. Ja, Breakdance ist jetzt keine Zeit. Jetzt rein mit euch, vielleicht macht vor eurer Nase die Tür zu. Kommen hier alle mit schweizerischen Akzent. Sag mal, wie blöd bist du eigentlich? Und sagen irgendwie Grüezi. Und ich erstmal Moin. Genauso muss es sein. Oh. Ja, die Tür hat viele Fehler. Achso, warum habe ich gerade bitte der Fußgängerampel gerade befolgt? Achso, was meint denn hier für ein Quatsch? Das sah für mich auf den ersten Blick gerade aus wie irgendwie eine Busspur, aber das ist ja gar keine Busspur. Ja, das war gerade etwas assi von mir. So schön dicht hinterm Kind so rumzufahren. So, die Haltestelle ist hinter der Kreuzung. Uppala. Ja, da war ich unaufmerksam. 40, da bin ich ja gar kein Freund von. 40 ist immerhin besser als 30. Ja. Moin. Sie wissen schon, dass Sie spät dran sind, oder? Ja, das weiß ich. Und stell dir vor, schuld war eine Ampel da dran. Das ist echt so ein bisschen wie Straßenbahn fahren auf der Straße. Hä? Also. Gut, das war jetzt ein bisschen dämlich ausgedrückt. Es ist wie Straßenbahn fahren mit Lenkrad. So ist das. Straßenbahn fahren auf der Straße, echt. Bin ja auch schlau. Gut, ist frei, dann können wir rumziehen. Oder auch nicht. Oh, ich hasse sowas. Oh, wie ich sowas hasse. Von beiden Seiten parken Autos und dir kommen auch noch Autos entgegen. Oh, ich hasse es. Okay, warte mal. Das da hinten sieht jetzt aber wirklich nicht sehr ordentlich aus. Okay, haben wir mal inzwischen ein schickes Haus, ne? Mhm. So, schon mal haben wir jetzt auch einen Keller eingebaut. Aber ich habe immer noch keinen Wolfi oder Hundi. Ich sehe da hinten so eine riesen Mob-Ansammlung, also eine riesen Tierversammlung auf meiner magischen Karte. Die habe ich mal einem magischen Villager abgekauft. Und der hat die mir so vor die Augen geklebt, dass ich die immer oben rechts sehe. Und jetzt hier auch nochmal. Ja, ich habe bei diesem magischen Villager auch noch so ein magisches Musikgerät geholt. Ein Bann gegen Creeper-Explosionen wurde von einem wandernden magischen Villager auf dieses Dorf gegeben. Ich weiß auch nicht, warum wir so vielen magischen Villagern begegnen, aber offensichtlich sind wir so eine Quelle dafür. Mit dem Knochenstein verkloppen, das ist die Idee. Bist du aber reingekommen? Ah. Ja, ich baue mich hier langsam runter. Ich wollte gerade eine Kartoffel an die Wand platzieren. Ja, Kartoffeln pflanzt man neuerdings an der Wand an. Ich hoffe nur, dass die Spitzhacke jetzt reicht, um nochmal das Ganze wenigstens einen dicker zu machen und nochmal ein bisschen Bruchstein sowas platzieren zu können. Aber ich glaube, es wird nicht reichen, weil es einfach Prinzip ist. Das kann einfach nicht reichen. Das muss einfach unreichend sein, unpassend sein. So, ich werde erstmal ein ganzes Deck werde ich erstmal für Slabs verprassen. Ja. Das ist keine Toilette, jetzt komm da raus. Geht nicht. Das ist einfach im Fundament eines anderen Hauses. Ist einfach ein Partykeller drunter versteckt. So muss er sein. Ich fürchte, ich brauche gleich noch jede Menge Zäune. Mhm. Holz ist ja genug da noch. Glaube ich.
dann kommst du unten an, dann ist einfach Partystimmung. Ja, ist doch normal. Ja. Also in dem Haus drüber würde ich auch gerne wohnen. Wenn es dann nachts um 3 losgeht. Weißt du, dann hast du halt einfach für die Leute, die sich auf der Party zu sehr zugesoffen haben, hast du gleich einen Kerker drunter. Ist doch praktisch. Haben wir Eimer? Nee, ne? Du kannst den Eimer aus dem Müllrahmen nehmen, genau. Wir beginnen 1850. Ja, wir beginnen 1850. Mikrofon brummt wieder. Ach komm schon, das hat mal eine Weile lang so gut für ohne Brummen funktioniert, jetzt geht das wieder los hier. So, und ich hoffe, ihr macht mir bald mal Gewinn hier. Ich möchte nämlich Geld haben. Na gut, dann sparen wir uns das. Naja, wir können... Also, ich habe jetzt nicht vor, komplett Deutschland einmal nachzubauen. Das mache ich nicht. Nein, keines. Das ist also so weit... Das ist keine Chance. Nein, so weit gehe ich dann doch nicht. Dann umfahren wir den Wald. Nanu? Ach du meine Güte. Oh. Wie es gerade geruckelt hat bei dem Autosave, ne? Oh. Hoho. So bauen, ne? Allerdings bitte, geht das irgendwie teurer? Ja, teurer. Ja, geht das teurer? Genau, das ist da. Auf das kommt es beim Wirtschaftsspielen an. Weißt du, dieses Gebrumme begleitet mich schon so lange. Ich habe ihm sogar den Spitznamen Brummi gegeben. Ich habe total vergessen, was habe ich eigentlich gestern noch gemacht? Tja. Ah, der Disco-Keller. Der Keller war es, ne? Hier, der Partykeller. Ja, der Disco-Keller. Der Disco-Keller. Hätten wir mal lieber eine Disco-Übertage gemacht. Also lieber eine Oberfläche. Ja. Bräuchten wir so einen Disco-Keller-Chopper, weißt du? Man sollte sich vielleicht erstmal hilfreichere Sachen bauen, anstatt so ein Partykeller. Gibt es zu unserer Zeit schon sowas wie Psychologen? Weiß ich nicht. Ich wundere mich, warum ich Musik höre. Ist einfach Musik, die in meinem Kopf spielt. Ah. Ja, kannst du mir bei den Ausgrabungen helfen? Kann ich auch Spitzhacken geben. Ja, ja, danke schön. Nachher kriegen wir wieder so einen Höhlensound, wenn wir im Partykeller vorbeilaufen. Genau. Ja, ja, genau, das ist es. So ein Höhlensound ist einfach so. So. Musik mit übertrieben viel Bass, weißt du? Und dann noch diese komischen Tröten da. Wie heißen die Dinger doch? Es ist Nacht. Ja. Oh, dann ist ja bald Aufnahmeende. Juhu. Was? So, um vielleicht mal die Abos ein bisschen anzukurbeln. Nicht um einfach nur, weil ich Abos haben will, sondern weil es mich. Wäre schön, wenn wir ein paar Interessenten treffen. Jedenfalls habe ich ein Best-of geplant für 100 Abos. So, also 100 Abos und ihr kriegt ein Best-of. Ja, genau. Brauchbares Trinkwasser aus dem Brunnen, wenn da Fische rumschwimmen. Perfekt. Ja, ist doch normal, ne? Ja, ne? Ich will das nochmal kurz loswerden. So. Schläft sich so schwer, mit so einer fetten Last einzuräumen. Ich schlafe schon. Dafür, dass du schläfst, bist du aber noch unglaublich gesprächig. Da ist Peter, da ist Detlef und da ist Hannes. So. Das wundert, warte mal, hier gibt es auf jeden Fall so ein. Also hier, weiß ich nicht, hier würde ich nicht wohnen wollen. Ja, ich weiß nicht, es gibt glaube ich noch irgendwo ein zweites Eckhaus. Wenn ihr das besser gelegen ist, dann nimm das. Ja, da waren wir gerade drin, glaube ich. Nee, das ist kein Eckhaus. Also das Haus hier ist. Also, es hat keine Ecke. Wow! Es ist nicht ganz richtig. Also, jetzt. Hier, guck mal, ja. Also, jetzt kannst du dich halt entscheiden. Willst du lieber das hier? Oh, ich glaube, das hier wäre besser, weil hier hast du mehr Blick. Hier hast du mehr Blick. Wenn wir hier eine Scheibe. Hier ein Fenster reinhauen, dann haben wir mehr Blick. Okay, hier wohnen wir. Oh, eine Krabbe! Die schlachte ich. Oh! Nein! Ich will die auch sehen. Ich hab die nicht kaputt gemacht. Die Krabbe, die. Du darfst dich zu nah ran. Wenn du zu nah an die Krabbe rangehst, dann haut die dich. Oder beziehungsweise wenn du auf sie rauftrittst. Du kannst schon in die Nähe, aber wenn du auf sie rauftrittst, kannst du ja mal gegen. Siehst du, dann kriegst du Autsch. Die kneift dich dann. Die Krabbe ist halt eigentlich ein laufender Kaktus.
So, warte, jetzt habe ich vergessen, wo unser Haus ist. Ach ja. Hm. Ich habe es mir extra mit einem Wegpunkt markiert und ich finde es trotzdem nicht. Ich bin echt schlau. Peter, raus. War es Peter? Hä? Du willst das Getreidegehege jetzt irgendwie abreißen dafür? Habe ich gerade Getreidegehege gesagt? Ja, Getreidegehege, ja. Es ist es. Oh, nein. Von oben nach unten konnte ich den Baum aus irgendeinem Baum, ja. Wenn die Musik so laut ist, gerne in den Kommentaren schreiben. Also für mich ist es so an der Grenze. Oh, ein Bauzi. Haben wir Knochen? Ja, ganz viele. 20 Stück. Oh, ich muss den Bauzi holen, aber schnell. Ich brauche den Bauzi. Bauzi, 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 Bauzi. Ich will Bauzi haben. Bauzi. Bauzi, 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 Bauzi. Okay. Bauzi, 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 Bauzi. Okay. Und jetzt so wird jetzt die Spawn der Bauzi so vor meinen Augen, weißt du? Würde ich feiern. Ja, du schon. So. So, Bauzi, komm her. Ja, ich hab einen Bauzi. Also komm mit. Na, beeil dich. Schneller. Komm, put, put, put. Hier hinten. Komm her. Komm her. Komm her. So. Wie willst du denn Gummibäume abbauen? Da wird die Axt doch immer wieder in deine Brust gerammt. Ah. Ist da drin ein Zahn? Nee, Tello, Quatsch. Quatsch, ja. Tello, Quatsch. Tello ist, ich glaube, Talg. Das ist, glaube ich, Talg. Ja, gut. Wofür braucht man das denn? Und ich verstehe nicht, wie Talg aus einem Schwein kommt. Da ist es. Guck mal einer an. Und das wird gebraucht für eine weiße Kerze. Ah ja. Das scheint also Wachs zu sein. Ach so, dann ist es Wachs. Okay. Das macht, also Teller ist eigentlich nicht Wachs. Wax ist Wachs. Wax ist, ja, das stimmt. Das ist, naja, gut. Was mich halt echt absolut wundert, ist es halt trotzdem echt fragwürdig. Wenn es jetzt hier, Wachs wäre, wieso kommt Wachs aus dem Schwein? Das ist, glaube ich, nicht sehr gesund. Und damit meine Hotbar gleich ein bisschen leerer ist, muss ich das mal kurz anders sortieren. Ausgehoben. Ja, die Musik ist absolut zu laut. Ich höre die bis hierhin. Ja. Ja, das ist eine komplexe Sprache, Kenny. Wie will ich mal reden? Kannst du ja mal auf Duolingo versuchen. Villagerisch. Ja. Oder so. Ich glaube, da ist gerade ein Villager in den Keller gefallen. cool. Ja, Horst ist in den Keller gefallen. Horst ist dieser Typ von Railcraft. Ich nenne ihn jetzt Horst. Horst, hau ab. Geh weg hier. Horst, geh. Horst, geh. Jetzt. Was ist denn mit Horst los? Alter. Da sprintet der einfach plötzlich in diese ausgehöhlte Stelle rein, wo ich gerade die Wände baue. Der ist gerade wirklich gesprintet. Was ist falsch mit Horst? Horst, geh weg. Du hörst mich kommen, ne? Nein, noch nicht. Schade. Nach da hinten bist du ja. Ein Schaf zurückgeblieben, das kann natürlich nicht sein. Zwei Stück. Alter, so viele. Oh, wie viele? Sonst gib mir doch auch Weizen, dann kann ich vielleicht auch noch locken. Ich glaub's ja nicht. So, jetzt müssen die sich da alle durch das Tor quetschen. Wenn die Schafe drin sind, züchte ich sie schon mal.
Hilf mal ein bisschen. Schieb mal. Ah, nein, die anderen sollen jetzt nicht weggehen. Ne? So. Jetzt sind die erstmal abgelenkt, die beiden. Guck mal, bei mir gehen sie alle fast schon geordnet rein. Siehst du das? So, ich nehme die mal weiter nach hinten. So, gut. Schnell auf und zu. Clubmitglieder hier. Ja, das reicht jetzt. So, ich habe nochmal zwei Schafe gepaart. Hallo. Wie soll man denn so schlafen, Mensch? So, verzieh dich, Villager. Geh weg. Hallo? Gehst du wohl? Gehst du wohl? Hallo? Geh weg da. Geh. Weg. Weg. Ganz weit weg. Danke. So. Jetzt verzieh dich doch mal von der Treppe, du Sau, ey. Jetzt geh weg hier, hallo? Der will mich aber auch wirklich am Bauen behindern hier, ich glaub's ja nicht. Ich glaub, den hat das Haus früher mal gehört, jetzt ist er sauer, dass wir es geklaut haben. So, jetzt können wir mal kurz zu Kindergartenniveau übergehen. Weggegangen, Platz vergangen. Jetzt wieder ein normales Niveau. So. Ja, da drängelt sich der Arsch einfach vor, wenn ich die Treppe hochgehe. Sag mal, spinnt der? Das ist ja ein richtiger Assi. Jo. Ja, ich habe ja von dem Best-of geredet, da wird es einen Joch-Counter geben, bestimmt. Also dann kommt hier Nahrung rein. Da packe ich jetzt verrottetes Fleisch einfach auch mal dazu. Wenn es eigentlich jetzt niemandem angeboten werden sollte, aber gut. So. Was machen die Villager mit ihren Türen? Können die mal mit aufhören, bitte ihre Türen zu vergewaltigen? Komm, schlafen. Schnell. Wie soll man denn so schlafen, Mensch? Planet Coaster. Es ist eine Let's Play-Reihe, die ich ja begonnen habe. Gut, das ist jetzt echt das Intelligenteste, was ich in dieser Folge gesagt habe. In der Tat. Das Spiel ist jetzt bestimmt schon bestimmt. Ja, das ist perfekt. Ach so, jetzt haben wir natürlich Platzprobleme, ne? Ne? Ja, das haben wir. Ich streiche meinen Hundi. So, ich werde jetzt die ganze Aufnahme diesen Hundi streicheln, okay? Nein. Okay, schade. Tschüss. Ich überlege nur gerade, was könnte ich denn, und dann streiche ich halt die Schafe. Och, das geht nicht, schade. Dann streiche ich halt den Villager. Och, das geht nicht, schade. Streiche ich halt die Kuh. Och, das geht nicht, schade. Du hast Weizen. Ja, ich habe Weizen. Die Tiere haben sofort reagiert. Ja, aber das Weizen kriegen sie nicht. Im Crafting Table ein Brot. Genauso wird Brot gebacken. So läuft das, genauso und nicht anders. Und, so plupp, und dann kommt da ein Brot raus. Okay. Machst du dich etwa lustig über mich? Ja. Ja, man muss die Schienen wohl ölen. Jetzt wissen wir nämlich auch ganz genau, warum die Züge dann mal so gut rüberfahren. Also, außer bei der Deutschen Bahn natürlich. Ich habe gerade überlegt, das schwarze Schaf zu töten, das wäre mir rassistisch vorgekommen. Ach, müssen wir hier ein paar andere Schafe töten. Wir haben so viele Schafe. Weiß ich, kann ja nachts kaum noch schlafen vor mähenden Schafen. Mäh. Warum sind
Baust du gerade eine Schmiede ab? Nee, ich weiß auch nicht, wo das Zeug hin ist. Ich glaube, die haben wir auseinandergenommen, als wir ein bisschen was brauchten. Oh, das kann natürlich sein. Das ist ja eine Denkweise, ey. Ich mag Bäume, aber nur wenn ich sie fällen kann. Will die Tiere irgendwie so ein bisschen von uns zu Hause wegbekommen. Sind mir zu laut. Küstenländer eben. Deutschen Küstenländer, ja. Genau. Ja, okay, das war's dann wohl auch schon wieder komplett mit meinem Sprachwissen für heute. Wie oft habe ich eigentlich in den letzten 2 Minuten reicht gesagt? So, das wird dann wohl auch reichen hier mit. Ich glaube, das reicht. Also, reichen tut's nicht. Ich meinte, wollte gerade sagen, die Erde wird nicht reichen. So, ja. Das wird dann wohl auch reichen. Nicht reichen. Reicht dann auch. Ja, ich sag ja, die Erde reicht nicht. Sister, was nochmal? Fackeln, dann können die Tiere nämlich ein bisschen erleuchtet werden. Ich will jetzt einfach mal selber erleben, was ihr so immer ertragen müsst, wenn ich mal wieder einen schlechten Wortwitz habe. So, und das werde ich jetzt alles benutzen. Ich wollte gerade verschwenden sagen, aber gut. Kann man nicht gleich so pessimistisch denken. Was hat überhaupt meine Journey mehr für einen Scheiß gemacht? Sieht ja richtig bescheuert aus. Gefunden. Soll ich die runterschubsen? Kannst du dir ein blaues Bett besorgen? Das will ich aber nicht. Tja, dann besorgst du ja trotzdem. Hä? Dann lösen wir mal die Bremse, schmeißen den Motor an. Geht doch. So, schmeißen den Motor an. Haben wir jetzt auch geschafft. So, ich setz mal aus Sicherheitsgründen ein Stückchen zurück. Ich soll aber natürlich darauf achten, dass ich mir jetzt nicht hier auf dem Bordstein fahre. Ne, ich will nur ein bisschen zurück, weil die KI-Busse ganz gerne mal den Bus mitnehmen. Die rammen ganz gerne mal ihre Kollegen weg. Ein kleines bisschen dichter können wir noch ran. Ja. Mein Gott, sind die Fahrgäste groß hier. Ne, ich fahre bis zum Schild vor. So, reales Wetter, was nehmen wir denn mal? So, ich weiß nicht, ich wusste nicht, ob ich ein Solo oder ein Gelenkbus fahren soll, da habe ich mal in die Mitte genommen. Also ein 15-Meter-Bus. Ich versuche natürlich heute, weil es eben so eine schwierige Map ist, so vorsichtig wie möglich zu fahren. Nur kriege ich das meistens ja nicht hin. Und es ist auch ganz schön und man bleibt fit. Und wir fahren mit 70 durch die Stadt, das ist nicht ganz so fit. Zumindest was die Verkehrsbelehrung angeht. Naja, gut, hier Money will rein, den nehmen wir mit. Und weißt du, weil es Money ist. Ach ja, das war nicht mein Ziel. Ich wollte eigentlich extra weit weg von dem halten. Weil es halt einfach Money ist. Nein, J, der fährt, der, das ist ja unglaublich. Oh, wir hätten gerade ausfahren müssen, fällt mir gerade so auf. Eine Gelegenheit zum Rausfahren. Okay. Kritische Gelegenheit. Naja, man bräuchte halt echt noch so eine Navi-Stimme. Aber nur verhindert, dass genau sowas passiert, was ich gerade angestellt habe. Ah, ich bin Busfahrer, ich darf das. Im Namen des Fahrplans. Ah, dankeschön, dass Steam funktioniert. Also, jetzt, weißt du, sonst funktionieren die Benachrichtigungstöne nie, aber wenn ich eine Aufnahme mache, gehen sie immer. Tatsächlich, nee, Wunder. Wird überhaupt grün? Nee. So, jetzt darf ich fahren. Dankeschön. Was ist da denn jetzt passiert? Das verstehe ich jetzt allerdings nicht. Ja, also wenn das so weitergeht, dann hätte ich mir auch in den
15 Meter Bus sparen können, weil die Frage ist ja sowieso, alle drei Haltestellen aussteigen. Aber ich verstehe nicht, welchen... Okay, die Ansagen erstmal. Ernsthaft? Fahr halt noch dich dann mit ran, blöder Autofahrer. Oh nein, was ist das denn hier? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, Alter, ne. Ne, einfach nein. Alter. Boah. Ohne dass ich den Bus irgendwo gegen geratscht hab. Jetzt bin ich stolz auf mich. Ach so. Ja gut, hier ist eine Busspur und so, ne? Aber. Hey. Wahrscheinlich missachte ich sämtliche Verkehrsregeln und Linienführung. Aber Unfälle gibt's wahrscheinlich keine. Betonmauern, die die Autobahnauffahrten rechts und links abzäunen. Oder abmauern. Entschuldigung, da musste gerade sein. In der Tat. Nachdem ich nun ja 5 Stunden auf den Ladebildschirm von Omsi gewartet habe, sind wir auch wieder da. Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir vorhin waren. Ich mache das jetzt einfach an der Stelle weiter. Montreal, Minneapolis, da und da. Da wollten wir hin. Carstener Straße. Carstener Straße. Genau. Nicht Carstener, sondern Carstener. Was ist denn mit Carsten los? Das sieht gar nicht gut aus. Ich dachte, der Autofahrer fährt. Gut, dass ich es rechtzeitig gesehen habe, dass er genau das nicht tut. Ach, hier dürfen wir nur 50 fahren. Gut. Dann lass ich mich mal ausrollen. Ah, und hier dürfen wir plötzlich 70 fahren. Alles klar. Das war zwar absolut sinnlos, aber es gibt ja so einige Sachen, die ich auf dieser Map nicht hinterfragen würde. Ah, da vorne steht ein Blitzer. Ich sehe es genau. Hallo. Das ist irgendwie eine Irrenanstalt oder was soll dieses Geschrei gerade, was man ganz leise gehört hat? Macht mir Angst. Macht mir Sorgen. Sag mal, gibt es überhaupt noch Menschen in unserem Bus oder sind wir jetzt alleine? Da also müssen sie eigentlich so ankommen hier, ne? So, Moin, Kollege! Na, was geht? Wollen wir mal. Was stehst du da hinten, Mensch? Hier ist so eine alte Bucht. Ja, gut, das kann ich verstehen. Aber gut, Mensch, das kannst du auch nicht blockieren. Siehst du mal die Autos hinter dir? Das ist ja wohl nicht wahr. Musst du auch mal wirklich in die Haltebucht reinfahren, sonst blockierst du den ganzen Verkehr. Merkst es doch. Na gut. Wie auch immer, du wirst schon wissen, was du tust. Tschüss, ne? So etwas kann ich nicht verarbeiten. Oh ja, da müssen wir auf den Bord steigen, sonst kriege ich hier den Kollegen hier. Mit dem Spiegel! Huh, knapp. Knappe Kasse. So, mal schauen. Ich habe es jetzt, glaube ich, rausgefunden. Mal schauen. Ja, das ist es. Dann machen wir mal Stack 3 ab. Mal gucken, wie das aussieht. Ja, wenn ihr anstatt der 7 auch nochmal ein Slash eingegeben hättet, dann würde es auch laufen. Nice. Da ich das ja schöner fände, wenn das Gebäude so ein bisschen geformter wäre als so ein einziger Blockkasten. Nehmen wir mal hier Glas. Scheiben, das sind jetzt wirklich Scheiben, eben gerade waren es ja nur Blöcke. Aber es ist keine Villa, es ist ein Rathaus. Man muss ja halt schauen, weil die Einrichtung muss ja auch irgendwie noch ins Rathaus rein. Genau. Ob es euch gefällt, könnt ihr natürlich in den Kommentar schreiben, aber ich denke, während der Aufnahme interessiert erstmal, was mir gefällt, weil ihr könnt mir ja ohne Livestream nicht in Echtzeit sagen, was euch gefällt, was nicht. Okay. Wir haben die Etagen, den Eingangsbereich und mehr passiert leider erst in der nächsten Folge oder offscreen, das wissen wir nicht. Sportführer, wie ihr hier schon unschwer erkennen könnt,
erkennen können. Ja. Tschüss, Geld. Ach so. Es geht gar nicht, sehe ich gerade. Moment. Was kannst du eigentlich? Ja, damit können wir leben. Anderthalb Minuten nennen wir es mal. Also, was heißt nennen wir es mal? Es sind anderthalb Minuten. Und dann fährt hier dann irgendwann mal ein Zug nach Wolfsburg. Nur leider, es ist gleich noch ein bisschen zu teuer, kann das sein? In der Tat. So, ihr seht, wir haben es schon ein bisschen unten, das Geld jetzt. Und zwar warte ich jetzt ab, bis wir über 500.000... Ich mache jetzt solche Experimente mal jetzt erstmal nicht mehr. Ich denke, das ist verständlich. Okay, pass auf. Ich möchte vorsichtig mit Darlehen sein, aber dieses eine nehme ich nochmal auf. So, dann machen wir einmal hier. Gut, ich glaube, dieses eine nehme ich nochmal auf. Das werde ich noch oft genug sagen. Das Mikrofongebrumme ist heute besonders schlimm. Das tut mir wirklich sehr leid. Wir versuchen uns in dieser Leiste, in dieser Leiste. In dieser Folge versuchen wir dann eben, das noch fertig zu bekommen. Ich habe irgendwie so ein Blackout vom letzten Tag. Ja, genau. Hier, das Zielgehege. Mit viel zu wenig Stroh. Mit dem Öl können wir sowieso erstmal noch nichts anfangen. Außer vielleicht mit einer Leine irgendwann mal den Villager da draus retten. Haben wir noch irgendwelche Felder, die ich jetzt rasieren kann? Rechts haben wir... Naja, so. Können wir denn mal... Ich nenne das jetzt einfach mal stumpf Agrar. So. Erinnert mich an die Grundschulzeit. Wo mir immer nur so erzählt wurde, sei so fleißig wie eine Biene oder so. Vergiss es. Hä? Ich hatte eine komische Grundschulzeit. Warum wollte ich gerade... Kannst du mir bitte erklären, warum ich gerade den Ton so angeguckt habe, als wollte ich ihn gleich aufessen? Unnötig, aber wer weiß. Es ist unnötig. Da will ich mir jetzt auch gar nicht drum streiten. Es ist unnötig und fertig, aber... Immerhin, dadurch haben wir den ersten Stein gesetzt. Den ersten Stein für unsere... Ja, für unsere... zügige Zukunft. Entschuldigung. Das war ein sehr schlechter. Ja. Boah, das tut weh. Schneller, schneller. Okay. Sprinte. Ich leg mich schon mal ins Bett. Warum sind Brote im Eingang? Hä? Es ist so still hier hinten. Wenn die Attraktionen gerade nicht fahren, dann ist es so... Dann ist es so still in diesem Gebiet, das ist ja richtig unheimlich. Hier bräuchte man nochmal eine Fenster brauchen wir drin. Hä? Ah, dann machen wir es erstmal so, dann stellen wir uns einfach vor, der Motor geht durch die Wand durch. Da haben wir nochmal eine Belohnung gekriegt, die euch... 5 Stunden nachdem sie uns gegeben wurde, erst eingesammelt. Auch gut. Ach, guten Morgen. Na? Und jetzt? Moin, Servus, Moin, was? Aua. Krabben, raufspringen, aua. Warte, Kokerei ist auch weiter am Koksen. Ah nein, da muss er jetzt einschmelzen, wie furchtbar. Kohle verschwenden. Diamanten besser. Was habe ich an der Walze falsch gemacht? It was at this moment that he knew. Ein bronzenes Zahnrad. Was habe ich hier? Kupferzahnrad. He fucked up. Kannst du bitte was von deiner Intelligenz abgeben, damit mir solche Fehler nicht mehr passieren? Ja. Echt? Ja, bitte. Ja, diese Stelle ist halt blöd. Kann das Kupfer sich nicht bitte mal einen anderen Ort aussuchen? Warum nicht? Ja, das ist eine berechtigte Gegenfrage. Na du, kleiner Hundi, na du. Okay, er kann sitzen bleiben. Ein schwebender Grasblock, auch gut. Noch einer, schön.
So, da waren einfach zwei schwebende Hunde. Oh, knapp. Ein unebenes Gelände, aber ich krieg's natürlich mal wieder wie immer nicht hin, einen ordentlichen Satz zu sprechen, also kommen wir dann eben bei schönem Gelände. Also ich muss sowieso noch mal ein bisschen Feuerstein loswerden. Wollen wir schließlich verkaufen an Familie Feuerstein. Wir setzen uns mal bei diesem Mistwetter direkt in den Bus rein, damit wir auch gar nicht nass werden. Dann rücken wir auch schon vor und lassen mal Oma und Tochter rein. Ich hätte gerne die Kinderwäsche, bitte! Kannst du vielleicht auch noch mal ein bisschen ordentlicher reden? Also, hast du irgendwie so ein Problem mit deiner Stimme oder was? Marco Polo Terrasse, willst du dich verarschen? Ach so. Der hat nicht richtig geschaltet, wie es aussieht. Ich würde auch ganz gerne hier noch über die Ampel kommen. Oh, was tritt da der Arsch denn plötzlich auf die Bremse, sag mal? Was ist denn falsch mit dem? Oh, da tritt der plötzlich auf die Bremse. Ich habe einen Videobeweis. Ich klag den an. Können wir denn langsam mal so weiter vielleicht? Das fände ich sehr freundlich. Okay. Dann drehe ich nicht das Lenkrad, sondern ich reiß gleich das ganze Lenkrad zum Tisch. Also das wäre jetzt nicht ganz so geil. Ich halte mal ein bisschen Abstand, weil der Taxifahrer könnte sonst ein wenig Mist an unserem Fahrzeug bauen. Na? Und genau den Mist meinte ich. So, 40 Cent zurück, bitte sehr. Immer schön freundlich sein, zumindest solange die Fahrgäste eigentlich aufregen, ne? Jetzt mal einen Blick geworfen, genau. Na, ah, Linksabbieger warten. So ist es. Und die warten immer noch, weil da vorne gerade zu viel Verkehr ist. So, da kommt ein Kollege entgegen, den begrüßen wir gleich noch mit einem Händegruß, den ihr nicht sehen könnt. Und der auch nicht beantwortet wird vom Busfahrer. Oh, diese Warteschlange. Oh, sieht ja furchtbar aus. Bekomme ich bitte auch nochmal selber die Entscheidung, wie das angeschlossen wird? Das wäre sehr nett. Nö. Ein bayerisch, ja. Ein bayerisches Schloss, okay. Das haben die leider nicht ganz durchgesetzt. Die haben es überhaupt nicht durchgesetzt. In der Tat. Oh, der plant schon wieder was. Das kann nichts Gutes heißen. Und in diesem Schloss können wir dann unter der Achterbahn nochmal die eine oder andere kleinere Attraktion platzieren. Dann können die Leute mir auch zusehen, wie die anderen Parkbesucher an der Achterbahn leiden. Denn das ist doch wirklich auch immer ein schöner Anblick, Leute leiden zu sehen. Die Estrada Dragische Welt. Was? Klingt schon schlecht. Und ich mecker oder mecker nicht. Du kennst die Prozedur ja. So wie immer. Ja. Mach irgendwas und am Ende gefällt es dir nicht, dass wir neu bauen. In der Tat. Soll's ja nicht aus der Übung kommen. Fangen wir gleich mal mit dem Parkplatz an. Dem Parkparkplatz. Dem Parkparkplatz, genau. Wenn du etwas Falsches sagst, dann fällt es mir auf und ich kopiere. Da brauchst du keine Angst zu haben. Da wirst du korrigierst, weiß ich. Also mir persönlich gefällt es eckiger einfach besser. Oh, quadratisch praktisch gut. Wenn ich ehrlich bin, ich weiß nicht mehr, aus welcher Werbung das ist. Und weiß, sag es mir bitte auch nicht. Das kann ich dafür, wenn die mir im Weg sind, während ich baue. Ha! Gadi! Der lässt sich das auch echt nicht so platzieren, oh, wie ich es gerne hätte. Das passt ja wie Faust aufs Auge. Hä? Also vor allem runde Blöcke ist auch ein tolles Wort. Ja, es ist das Prinzip. Aber es gibt es nie. Es gibt nie das, was du brauchst. Damit dir eben das Ökosystem nicht zusammenkracht. Denn wenn das passiert, dann haben wir hier dann unseren ganz persönlichen Klima. Wir wollen mit Wellen gehen, was aber erst geht, wenn wir eine neue Axt haben. 20 minutes later. Ach, oh, ich sehe gerade, jetzt haben wir drei.
Oh. Du warst ja gestern gar nicht da, hast du irgendwas mitgebracht? Nein. Nein. Oh, Mann. Peter glotzt schon durch die Tür. Ist irgendwie so ein bisschen einschläfern. Wann können wir denn unsere Bewohner mal zur Arbeit rekrutieren? Mhm. Oh, das war jetzt Mist. Zur Arbeit rekrutieren. Oh, scheiße. Im Englischen wird es ja sowas ähnliches an wie engagieren. Du engage oder sowas. Aber nein, im Deutschen sagt man natürlich so ein kompliziertes Wort wie rekrutieren. Also das. Furchtbar. Ich hasse meine Sprache jetzt. Ich sehe keine Gäste. Ganz sicher sind da welche. Komm her und guck's an, das sind keine. Wer weiß? Also ich war mir auch ziemlich sicher, dass wir da schon welche drin hatten. Wo sind die denn hin? Hier hat uns wohl ein Villager geklaut. Ja, sehe ich genauso. Ich tippe mal auf Horst. So, die Viecher sollen mal bitte hier weiter rein. Ey, ihr bleibt jetzt im Gehege da hinten nochmal. Hallo? Rein mit euch. Ja, nee, das ist jetzt Helga die Kuh, die darf jetzt nach draußen. Zink finden wir immer noch nicht. Ne? Wow, exakt ein Block Eisenerz habe ich abbauen können. Und ich weiß nicht, wie ich aus dieser Höhle wieder rausfinden soll. Ich habe mir jetzt keine Gedanken darüber gemacht, wie ich wieder zurückfinde. Nach oben. Wow. Holzschaufeln muss ich sowieso dringend loswerden. Die Dinger sind ja ganz alt. Ich meine, wir haben es immerhin geschafft, in eine Steinzeit zu kommen. Also brauchen wir ja wohl das Holzzeug nicht mehr. So. Vor allem immer dann, wenn man nicht damit rechnet. Ja, genau. Genau, das ist ja die Gefahr da dran. Die Gefährlichkeit, wollte ich schon sagen. Mensch, ich konstruiere da wieder Wörter, ey. Nee, diesen Witz spare ich mir besser. Ich wollte gerade sagen, da freut sich von mir Feuerstein, aber ey. Stellst kurz deine Brille um, ja? Genau. Gut. Die Brille, die ich nicht hab. Ja, genau die. Oh Gott, dann halt Kontaktlinsen. Hab ich auch nicht. Nano. So. Dann stellst halt dein Gehirn um. Hab ich auch nicht. Na gut, ich denke mir schon mal hin. Niveau-Limbo. Ich mach mal die Tür auf, wenn es geht. Oder auch nicht. Nein, es geht nicht. Ja, dann müssen wir es wohl auf die teleportable Art machen. Ja, Anmeldung Linie Kurs 150. Ja, das tut sehr in Ohren weh. Hoa. Wobei du einen Simulator ja schon spielst. Also irgendwie ja schon. Wir vergessen das mal. Hört ihr schon das hässliche Piepen da hinten? Das ist nämlich die Tür. Anhänger. Ja, das ist noch ein bisschen doof, dass die Leute einfach so durch den. Über die Anhängerkupplung durch die Wand laufen. Das finde ich natürlich nicht ganz so geil. Was soll ich dagegen tun? Weil wir im Hinterläufer sind, deswegen hatten wir gerade keinen. Im Vorderläufer haben wir nämlich einen. Dann drehen wir kurz um hier. Wenn wir es könnten. Das, was ich jetzt tue, sieht niemand. Nein, das sieht niemand. Haben wir es ja verstanden, ja? Gut. Endlich fahren wir an unsere Starthaltestelle. Vollkommen normal, wie jeder andere Busfahrer es auch getan hätte. Okay, ich war gerade irritiert, weil gerade der roten Schrift da oben wurde mir gerade angezeigt, dass die Zielanzeige irgendwas ganz anderes zeigt, als das, was sie gerade wirklich zeigt. Ui. Was war das denn für ein Satz? Ja, yes, gut. Weißt du, wenn ich in einem Bus hinten einsteige, dann brülle ich auch erstmal grüß dir nach vorne. Ich begrüße den Busfahrer auch immer, wenn ich hinten einsteige. Ist ja genauso schlimm, wie wenn man in eine Straßenbahn einsteigt und den Fahrer begrüßt. Ich versuche möglichst keine Verfrühung zu haben. Ich habe schon festgestellt, Verfrühung ist ja immer eine Verspätung für andere Busse. Oh, die Kollision ist zwar aus, trotzdem kriege ich halt einfach ein Herzkasper, wenn irgendein Typ mir entgegenkommt, während ich gerade am Abbiegen bin. Servus. Servus.
Swifty! Mein Gott, brüll mir die Ohren nicht voll. Komm schon, ernsthaft? Was ist das denn für eine Kacke hier? Das ist doch nicht wahr. Ja, Kollision ist aus. Mein Gott. Ist aber eine Scheißkreuzung hier. Mal ehrlich. Dann immer abwarten muss, bis und die dann immer warten, bis ich stehe und dann erst reingehen. Schon ein bisschen blöd. Guten Morgen. Christiana. Hallo. Guten Tag. Ach du Scheiße. Ist auch schön, dass auf dem Display nochmal für die dummen Fahrer erklärt wird, was es bedeutet, wenn die Lampe aufleuchtet. Mach hinne, los. Oh, gibt's ja nicht. Ich speichere ab und zu mal. Nur für den Fall, dass mir das Spiel mal wieder abschmiert. Das kommt aber um sie öfter mal vor. Ach schön, der Typ, der streckt sein Bein durch die Tür durch nach draußen. So warm im Bus. Ach komm, ernsthaft. Ich dachte, da hinten wäre eine Haltelinie gewesen. Das ist echt eine entspannte Fahrt ohne Kollision, das muss ich ja mal sagen. Immer schön die Tür direkt hinter der Person schließen. Damit die Person sich richtig gehetzt fühlt. Och komm, wirklich, das bisschen ist nun wirklich nicht notwendig für eine Haltestelle. Ey, nö, kannst du mir noch nicht erzählen. Ist Zeitverschwendung. Was ist denn los? Das ist ein Schießkutscher schon wieder. Das war nicht meine Schuld. Das lag jetzt daran, dass wir die Straßenbahnschienen gefahren sind. Irgendwie scheint da wohl noch ein Fehler in der Map zu sein. Sonst würden die sich eigentlich nicht drüber beschweren oder irgendwie ist der Bus nicht gefedert oder sowas, was weiß ich denn schon. Och komm, Mann, jetzt muss ich schon wieder ein schlechtes Gewissen haben, weil da irgendwelche Autofahrer sind. Das sind doch nicht mehr alle. Hallo? Links habt ihr erwarten vielleicht und so? Was soll das denn? Ja, die sind aber auch dämlich, die Leute, oder? Genau. Hier sieht es aber auch nicht so wirklich richtig aus. Hä? Ach, jetzt hätte ich mir Schienen mitnehmen sollen. Ja, habe ich jetzt leider vergessen. Und die Tiere kriegen hier optimale Lärmbelästigung. Das ist gut für die Produkte, die wir rausbekommen. Das ist alles gewollt. Die Tiere müssen radioaktive Milch. Ja, genau, die müssen halt mit Lärm beschallt werden und die müssen auch richtig die Abgase von den Zügen abbekommen. Das ist Müsse. Das ist alles Teil unseres Zucht- und Farmprogramms, ne? Gehört alles dazu. Ja, kannst du mal weggehen? Danke. So. Da stellt sich Olaf einfach mir in den Weg. Glaub's ja nicht. Ach toll, jetzt kriegen wir halt viel mehr, jetzt brauchen wir Erde und kriegen Sand. Das war ohne Ende. Schön. Wir müssen die Villager dringend benennen. Damit wir auch wissen, wer Peter ist und wer... ich meine, ja, natürlich ist es Peter. Hey, die Handelszentrale ist doch dort, oder? Bin ich jetzt dumm? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ah, hier gibt's auch ein Klo, super. Habe ich gerade ein Hundehaus als Klo bezeichnet? Oh! Da stelle ich das denn mal hin, mir fällt es nicht auf. Ich glaube, wir haben uns die Jukebox geklaut. Dann stelle ich anstatt der Jukebox ein Crafting Table hin. Bitteschön! Fairer Tausch, ne? Was ist mit dem Minecart falsch? Welches? Das ist irgendwie so halb durchsichtig, hä? Mhm. Was ist bei mir denn da kaputt? Das ist so eine kleine Festung. Schau mal kurz nach. Wenn mir das zu viel ist, gehe ich raus. Keine Sorge. Oh Gott, da sind wirklich ein paar Leute. Also mal kurz reingehen wird echt nichts. Oh, scheiße. Ja, ach. Bogenschütze, ich muss los. Oh da, okay, da muss ein Riese das spawnen. Ja, okay, das war sehr dumm, diese Eisenausgabe. Na, du kümmerst dich um Eisen. Mach mal. Was ist denn los mit dem Hund? Hallo? Ich glaube, der will das Schaf attackieren. Ist aber zu blöd zu realisieren, dass da eine Mauer zwischen ist. Nice. Ja, ich habe jetzt Federn gekauft für einen Goldbarren. Das war vielleicht nicht gerade die beste Ausgabe. Deputy
Definitiv nein. Woher weißt du das? Also, weil du bei über mir bist, oder was? Die magische Karte, die zeigt mir wieder hier dein Gesicht da an. Ich hab mich gerade davor erschrocken. Kenny, ist das dein oder meiner Hund? Dein Hund oder mein Hund? Ich hab ganz vergessen, dass ich einen Hund hab. Der arme Hund wird von mir einfach vergessen. Achso, du bist ja noch gar nicht zu Hause. Aha. Okay. Krieg die Tür nicht auf. Da würde ich mal sagen, dass wir uns versuchen, um das Problem mal eben zu kümmern. Das heißt, wir versuchen es nicht nur, wir... Ja, doch, wir versuchen es. Hä? Denn die Wand brauchen wir natürlich noch. Ah, hier, da ist sie schon mal. Aber ist das falsch. Was kannst du eigentlich? Und dann ist hier nochmal und dann... Achso, das ist nah ein Fenster, ich dummkopf. Na gut, dann nehmen wir uns halt ein anderes Dach drauf. Und da fiel ihm ein, dass Dächer einer eigenen Kategorie sind. $7 gibt man also für Eis aus, super. Schön, dass es überhaupt überteuert ist. Also ich muss schon sagen, die Werbespots würden mir auf den Sack gehen. Ich weiß ja immer noch diesen Schädel auf, ich auch. Oh. Siehst doch viel besser aus. Ich soll zum Arzt gehen, ich vergesse immer, was am vorigen Tag passiert ist. Ich glaube, es ist eine Störung im Kurzzeitgedächtnis. Dafür brauchen wir noch Eisen, damit wir uns ausrüsten können. Beziehungsweise wir haben Ausrüstung, fällt mir gerade ein. Hä? So, ja. Bogen ist natürlich... Natürlich, genau. Und da ist meine Spitzhacke kaputt. Axt. Ich weiß auch nicht, warum ich so oft Spitzhacken und Äxte verwechsel. Ich verstehe es nicht. Ich mag Schmetterlinge, ich will die nicht töten. Weil wenn der nur mal im Weg ist... Na gut, die fliegen selber rein. Doof gelaufen. Das ist Suizid, hallo? Denk noch an die Items, die du hast. Ja, ich sag ja, die Zombies laufen selber rein. Oh, ach so, ich dachte, du läufst selber rein, Opa. Definitiv nein. Genau, das ganze Sand muss ja auch noch weg. Der ganze Sand. Das Sand heißt es neuerdings übrigens. In der Tat. Dann hol ich mal kurz den Sandspawner, genau. Ja, die Felder sind auch gleich schon bewässert. Ihr seht, mein Plan funktioniert. Nicht. Doch, tut er. Ich wollte das eigentlich jetzt vollständig haben. Dazu fehlen uns aber noch 4 Zuckerröhren. Alle Villager, die das Feld kaputt trampeln, werden von mir persönlich hingerichtet. Guck dir das mal an hier. Da will ich auch mal eine Rüstung tragen.